Okay, steht Einsatz hier. Bereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Klar. No, Oma. Bevor wir es nachher nicht mehr können. Hi. Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Die ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Sie redet nicht viel, sagte man. Ich hab's versucht. Okay, die Schafe füttern. Also Schafe Wasser bringen. Sind doch hier, oder? So, du bleibst also eine Weile. Es scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Gut, was eigentlich müssen wir noch üben? Ich stehe dann mal hier mit meinem Wasser in der Hand. Störungen zu. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Danke, Jody. Oh. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Sicher. Ich würde mich gerne auch hier ein bisschen umgucken währenddessen. Scharf streicheln. Okay, zum Heuboden. Lass mal Pferde gucken. Morgen, Jay. Morgen. Nicht sehr gesprächig. Ich muss mich hier aber noch ordentlich umgucken. Dann holen jetzt das Heu, aber... Vielleicht bewegst noch ein paar. Hilf mir, Aiden. Abwege machen. Ganz sachte, Aiden. Nur ein Ballen, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Okay, wo soll das hin? Du benutzt den Schafen? Hey Jody! Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir gehen noch Zeit hier mal rumzulaufen nach dem Lunch. Pack's irgendwo hin. Danke, Jody. Aufs Schaf. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich hab hier noch zu tun.
Okay, na dann. Okay, Essen passen. Lässt immer die Hälfte liegen, wenn wir schon beim Abendessen gesehen haben. Selbst sieht es auch so aus. Deswegen ist es auch dünn. Setz dich doch. Danke. Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde. Ich hab die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Als ich bei der Tür war letzte Nacht, habe ich was gesehen. Ich bin mir sicher, da war jemand da draußen. Keine Ahnung, wovon du redest. Sicher. Ein Traum. Keine Ahnung. So sieht's aus. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Stellst du immer so viele Fragen? Ja, ich bin an der Wahrheit interessiert. Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ne? Können wir sagen. Also behalte einen Scheiß für dich und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Die Wahrheit ist, die Geschichte ist bloß nicht sehr, sehr glaubwürdig. Deswegen habe ich bisher entschieden, dass er sich ein bisschen zurücklädt. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ein bisschen Geschichte. Ja, bestimmt. Ich kann mit Geistern reden. Ich habe da einen imaginären Freund, der mit mir Sachen beeinflussen kann. Sonst dreht bar durch. Ja. Wir sehen uns. Ich glaube, die hier sofort. Und wenn die fragen, kann man es erzählen, aber es ist... Na toll, Jody. Das ist immer nicht sofort herauskommen. Tag, mein Name ist Jody, ich kann mit Geistern reden. Und sonst so. Versteht ihr, wie ich meine? Jetzt können wir uns ein bisschen umgucken. Hier mal schicken. Okay, hier dürfen wir nicht lang. Das geht doch immer auch nicht durch. Ich guck mal, wo ich hier alles lang darf und wo nicht. Die Grenzen ausprobieren. In die Dusche. Hier können wir rein. Oha, da gibt's was zu decken. Das ist er doch. Ach du Scheiße. Nur eine Einbildung? Wir glauben nein. Mit einem
müssen gucken. Der müsste doch die Existenzen sehen. Da war hier doch gerade was. Okay, genau, offensichtlich nicht. Okay, kennt ihr auch nicht weiter. Wird um den Haufen rum. Okay, bin auch nicht lang. Hey, hast du noch was zu tun, Paul? Nein, aber die Jungs brauchen vielleicht noch Hilfe. Okay, ich guck nach. Okay. Hier können wir erstaunlich weit. Ein totes Schaf. Das erfahren wir vielleicht mehr. So fahren wir mehr. Das war nicht der Wind. Okay, sagen wir nicht lang. Ein Schafstall, ich will zum Schafstall. Hinter dem Schafstall dürfen wir nicht lang. Kann ich dir helfen, Corey? Nee, nicht wirklich. Ich sehe mal nach, ob Jay Hilfe braucht. Ja, geh nur. Okay, ein Hühnerstall oder was haben wir hier? Gut, haben wir es hier zu tun. Jep, dachte ich mir. Oh, okay. Hier ist ein Pferd. Pferdestall sind Pferde. Hätte ich es nicht gedacht. Mal sehen, was Jay macht. Oh, oh. Blöder Stuhlkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich es mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Ja, mit Geistern. Geh ruhig rein. Sehe. Dein Name ist Arschki. Das Pferd hat eine. Hey, Arschki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Mach ihm ein Ruhig. Oder? Ruhig, mein Guter. Wo
von den Fabriken irgendwie mit ein. Also würgen wollen wir nicht, aber wollen nicht irgendwie beruhigen. Scheiße. Na, es war klar. Das ist vielleicht nicht die klügste Idee. Wir können auch nicht von hinten. Okay. Das war wohl nix. Die wir nutzen können. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich tu dir nix. Siehst du, Ashki? Gar nicht so übel, oder? Du, gibst zu. Du magst mich eigentlich, ne? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Das Pferd kontrollieren. Ich weiß nicht, ob ihm das gefällt. Bring ihn auf die Koppel. Die Koppel? Hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Tja. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. It is first. Kein Problem für mich. Let's shower. Nach dem Aufenthalt, nach dem Tag hier in der Wüste dringend nötig.
Okay, shit. Schwung. Eine Crown. Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Es ist Zeit fürs Bett. Was passiert hier? Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jodie. Jodie wird keine Ruhe lassen. Egal, was passiert. Hier ist die Wahrheit, weil es... Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Gott, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Das weißt du nicht. Können wir jetzt schon mal rausgehen? Können wir einfach mal... Das halte ich für eine dumme Idee. Ich bin bereit für Quick Damn Events. Das ist echt eine blöde Idee. Holy shit. Da reingehen. Ich meine, da hinten mal gucken. Okay, wir sollten wieder rein. Wir sollten wieder reingehen, bevor hier noch Schlimmeres passiert. Also, wir können nicht mehr rein, wir können nicht mehr rein. Oh oh. Dann. Scheune oder so. Hey, Scheiße. Wir müssen es doch sofort sehen. Hier sind wir tot. Mit dem Stein. Vielleicht ich gut, der mir wird zu kacken. Ja, ich wusste es. Der hat es auch nicht angezeigt. Mit dem Events. Was bist du denn noch so blöd, Mädel? Oha. Ja, das Haus ist gleich weg. Der Kapuf. Oha. Das sollte ich nicht verkacken, nicht so oft. Ups, weg. Mit dem Benz. Weg hier. Oha. Holy shit. Denkst tot sein. Oh. Zurück ins Haus. Was soll ich machen? Weg hier. Verdammt. In welche Richtung?
Oh nein. Ich versuch's. Holy shit. Jody. Das war dumm. Jody, ich sagte doch, bleib im Zimmer. Du könntest tot sein. Was ist hier los? Hat doch einen Kratzer gekriegt. Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Ich würde die Wahrheit wissen. Sag mir die Wahrheit. Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Yeizo. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Aber Jody nicht. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Kennst du mich noch, Ashki? Wir sind Freunde, oder? Ich stell jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Boah! Hat ja prima geklappt. Okay. Okay, mein Fehler. Mein Fehler. Ich pass besser auf. Ganz ruhig. Und hoch. Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? So ungefähr. Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Na dann los! Ja! Ja, Churros wären die Pferde. Ich muss da die Leertaste drücken, sondern ein bisschen. Ja. Muss man sich ein bisschen konzentrieren. Es geht noch nicht so ganz leicht. Die Schafe. Mit Schokos. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Und die Geister rund um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass 5 Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns Yeizo nicht tötet. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber Yeizo war bis heute noch nie in unserem Haus. Dein Vater kennt diesen Spuk. Der Geist kam nicht zum ersten Mal, richtig? Yeizo war schon immer hier.
Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt, er ist ein Fluch. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Okay. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Zeit für die Wahrheit. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jodie? Auf jeden Fall. Ich... Ich muss dir was beichten. Oh, vielleicht nicht die Wahrheit. Ich... So, ich will doch nicht so offen sagen. Oh, ist es er? Der Bär bei Aschak, das war Pa. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später. Aber aufs Pferd und hinwärts.